Hallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Origins. Hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Jetzt wollen wir weitermachen. Wollen wir da hoch klettern und schauen, was da oben passiert oder was auf uns zukommt. Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Wollen wir mal rausfinden, wo die Störung herkommt, da? Ups, falscher Knopf. Okay. Gerät hacken. Sieh an! Der König der Raufbolde persönlich! Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Muss ich etwa lachen oder was? Flugverbot. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Bisschen vermöbeln. Aber der wird ja wohl nicht gleich sein, oder? Hallo? Einmal da rumfliegen, da ein gutes. Ist bestimmt woanders. Ist die Relais beschützen? Oh, cool. Okay, ne. Enigma. Wie ich sehe, haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Richtig. Kann ich hier durch? Ich denke mal schon, ne? Prima. Gibt's die Karte hier, ne? Ransom. Hier ist der nächste Turm. Okay. Das Blackgate-Gefängnis. Was ist hier drüben? Gut, das wollen wir mal weitermachen. Jezebel Plaza erreiche, nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. Gut. So, was mache ich jetzt als erstes? Versuchen, Enigma zu finden, oder? Kann ich hier einen Wegpunkt machen?
markieren. Ja. Ja, wollen wir da mal hin, wa? Was? Was zum Henker machst du da? Da vorne ist eine Katze. Ich will sie streicheln. Lass die dämliche Katze in Ruhe. Hat bestimmt Tollwut. Nee, die hat ein Halsband an und alles. Und wenn sie eine Einladung geschickt hätte, wir haben hier zu tun. Also lass den Quatsch. Tja. Da ist es. Enigma-Rätsel wieder hier ohne Ende. Ach, das ist ja. Da komm schon. Mach mir die ja erstmal unten kalt. Gleitritt. Das weiß ich auch nicht, wer das ist. Ja, hier geht's immer ab. Mit einem Basie will aber mich vermöbeln hier. Schon erledigt. Ich hab was für dich. Ach komm. Er ist da drüben! Da drüben! So, Ruhe im Karton hier. Da muss ich hin. Was bewirkt das? Zwei Sekunden nur? Naja, egal. Kann ich jetzt gerade nichts mit anfangen? Wollen wir da mal rein. Enigma, willkommen. Enigma, wo steckst du? Genau hier. Naja, im übertragenen Sinne zumindest. Enttäuscht, dass wir uns nicht persönlich treffen. Worum geht es hier? Sollst du mich von Zionis Fährte weglocken? Ich bin so etwas wie ein Informationshändler. Ich habe überall meine Agenten, die mir allerlei interessante Sachen mitteilen. Und du glaubst, das wird Gotham zerstören?
Aber ja, es ist so. Schusswunden und gebrochene Knochen verheilen irgendwann wieder. Aber belastende Fotos, Videos, E-Mails? Dieser Schaden kann nie wieder gut gemacht werden. Morgen früh, wenn ich mein Wissen preisgebe, wird die Stadt zusammenbrechen. Rücktritte, Festnahmen, Tote, das reinste Chaos auf den Straßen, Batman. Und du kannst nichts tun, um mich daran zu hindern. Doch, die auf jeden Fall kräftig in den Arsch treten. Ausrüstung verwüsten willst? Sie ist leider passwortgeschützt. Mit 10.000 Volt Elektrizität. Du hast verloren, Batman. Du solltest einfach nach Hause gehen und dich ausruhen. Da morgen die dunkelsten Geheimnisse aller Bürger öffentlich gemacht werden, habe ich so eine Ahnung, dass es ein hektischer Tag für dich werden wird. Ich mache deinem Treiben ein Ende. So oder so. Wenn ich alle Netzwerkrelais von Enigma zerstöre, kann ich auf den Server zugreifen. Nur so kann ich ihn aufhalten. Das müssen seine Agenten sein. Ich kann sie nutzen, um das belastende Material zu orten, das er gesammelt hat. Zerstöre alle Netzrelais, um auf Enigma-Server zuzugreifen. Finde alle von Enigmas Datenpakete, um seinen Geheimraum freizuschalten. War ja klar, dass es nicht so leicht sein wird. Das ist ja gut, Mann. Dann gehe ich wieder. Ja, kann ich hier auch rausgehen? Denn beim nächsten Mal. Ich habe damit kein Problem. Die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Ja, du, aber ich habe andere Pläne. So, wo ist denn hier? Der ist eigentlich direkt vor mir. Junge, du kriegst gleich eins auf die Mütze. Was? Gesichterscanner? Dran, dich umzuhauen. Und jetzt bekommst du nichts außer Schmerzen, wenn du mir nicht sagst, wo das Material ist. Ich sag dir, wo es ist, aber das wird dir nicht helfen. In einer Stunde bin ich wieder auf den Beinen und komm dich holen. Nein, wirst du nicht. Ja, da kann ich doch nicht mal hingehen. Hier links. Okay, was hat das damit auf sich?
Das ist es auch nicht. Bin vielleicht oben auf dem Haus? So, mal suchen hier. Schon wieder vorbei? Von unten? Was muss ich hierhin tun? Oder vielleicht da drinnen? Nee, auch nicht. Da stehe ich jetzt. Ich komme schon und vermöbel dich. Hab keine Angst. Bin ich da? Gehen wir erstmal dahin. Gucken. Erstmal rausfinden, wie man die eigentlich erkennen kann. Auf dem Gebäude da. Wie sehen die Daten der Pakete überhaupt aus? Da vorne ist der nächste. Ja. Lol. Diesmal abwärts. Man wüsste, was es eigentlich erstmal ist. Das sind Gegner, ja. Wenn ich das mal wüsste. Warte mal, wir sind da unten. Ah. Ja, ich will immer was aufs Maul. Ich komme schon rum. Alle Relais zerstören, um Enigma daran zu hindern, seine Daten zu veröffentlichen. Okay. Das ist aber immer noch da. Okay, was es ist, weiß ich nicht. Aber das finde ich schon raus. Oder muss ich... Ja. Kein Objekt geortet, ich weiß. KJ's Fruchtkonfitüre. Meine Marmeladen sind legendär. Mit extra großen, zuckrigen Fruchtstücken. Direkt aus dem Glas. Sie finden alle Geschmackssorten meiner hausgemachten Fruchtkonfitüre im Supermarkt. Lecker Marmelade! Bei den Marmeladen. KJ's Fruchtkonfitüre. Genau so muss Marmelade schmecken. Hier ist Brent O'Brien mit einer herzerwärmenden Geschichte für unsere Hörer an diesem besonders kalten Heiligabend. Sie handelt von einer Wohltat für Bedürftige und großen Schritten.
Die Bewohner des früheren Blackfire-Obdachlosenasyls konnten sich schon heute Nachmittag über Geschenke freuen, als sie einen Berg von handverpackter Schuhkartons unter ihrem Weihnachtsbaum fanden. In einem Anflug von Weihnachtsstimmung spendete Gothams Lieblingsmilliardär Bruce Wayne 10.000 Paar Schuhe an die Obdachlosenstiftung mit dem Kommentar: Jeder verdient die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu beschreiten. Waynes großzügige Worte wurden sowohl als sentimental als auch ironisch interpretiert, da allseits bekannt ist, dass der extravagante Philanthrop sein Vermögen allein seiner Erbschaft verdankt. Sind Ihre Party-Snacks fade? Fehlt Ihrem Pfannkuchen das kleine Extra an süßem Geschmack? Lieben Sie Früchte? Probieren Sie KJs Fruchtkonfitüre. Habe ich schon gehört. Nochmal Marmelade brauche ich nicht. Der Text, den ich gleich vorlesen werde, ist fast 100 Jahre alt. Dass er aber immer noch von Bedeutung ist, zeigt, wie wenig wir gelernt haben. Wir werden nie wahre Freiheit kennen, ehe wir nicht die Fesseln der faschokapitalistischen Führung gelöst haben. Also, ohne viel Federlesens, hier ist Plain Words. Die Machthaber machen kein Geheimnis aus ihrem Willen, die Welt... Melde, wenn über Randalierer in der Witherspoon Avenue 118, Erdgeschoss, möglicher Code 4. Annehmen müssen, den... Erstmal zurück, aber da muss ich doch irgendwas machen, oder? Markiere. Soll ich sie nur markieren oder auch irgendwas anderes machen? Nee, damit kann ich nichts machen. Bereits markiert, okay, wenn das denn... Genau, habe ich... Okay, ein bisschen schneller, Junge. Ich denke mal, da brauche ich schon mehr, ein bisschen Upgrades als nur das bisschen da. Schau mal. Muss hier irgendwo das andere sein? Ich habe da was gesehen. Oder auch nicht. Stehen alle da unten schon Schlange und wollen vermöbelt werden. Doch, habe ich doch richtig gesehen. Da bist du ja. Warte mal. Ist doch. Kann ich doch. Nee, doch nicht. Ja, gut. Verschlüsseltes Laufwerk. Es scheint zu einem größeren Satz zu gehören. Wenn ich genug davon sammle, sollte ich die Datei lesen können. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss. Ich brauche die Karte, Junge. Süße, ist ja immer noch da. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss. Ich dachte, das andere wäre das gewesen. So. Gib mich eher Ruhe, bevor ich das hier schaffe. Was ist das denn hier? Komm. Jawohl. Da wollte ich doch hin. Muss hier irgendwo sein. Vielleicht ist es auch so einfach und ich suche hier mich zum Blöde.
Ja, man weiß ja nie, wo es sein kann. So, was haben wir dieses Jahr? Ne. Dann spiele ich mal weiter ein. Egal, weiter geht's. Mir läuft die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Ja, finden wir schon. Kommt, Junge, Inder und Gutes. Mein Navi sagt dahin. Ein Verbrechen im Gange. Da wollen wir mal hingehen und das vereiteln, ne? Schauen wir hier, was gibt's. Ja, ich glaube. Hey, das ist unser Revier. Du und deine Crew solltet euch verpissen. Wir sind hier. Sieht aus wie die Straftat, die laut Polizeifunk gerade stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln, aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jezebel Plaza. So, jetzt gibt's erstmal auf die Mütze. Danke. Ja, schlag mich, komm. Da drauf steht er. Nein, hast du noch nicht genug? So, erstmal wieder reinschlagen hier. Mensch. Dein Kollege. So, mal ein bisschen auf die Mütze verteilen hier. Komm, schlag mich. Ja, irgendein Psycho, ja genau. Muss ich, ne? Gut. Was sagt die Uhr? Oh. So. Dann würde ich mal sagen, mache ich an dieser Stelle eine kleine Pause. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank nochmal. Und bis bald. Ciao, ciao.